willkommen zu einem neuen Wochenalltagsvideo. Ich versuche in diesem Video nicht mehr zu schimpfen, sondern nur einfach über Fahrzeuge zu reden. Ich habe es letztes Mal, fand ich, ein bisschen zu viel. Zu viel. Ist ja keine Talkrunde, sondern ein Wochenalltag. Was ist passiert? Audi V8 ist schon mal der Luftfilter gekommen aus Spanien und der passt. Hurra. Der einzigste Luftfilter, was noch in Europa war, habe ich bekommen aus Spanien. Nach einer Woche. Den wollen wir jetzt nur noch komplettieren, dass da hier soweit alles zusammensitzt. Und dann können wir mal mit dem V8 in Ruhe mal weiter gucken. So, jetzt mache ich das zuerst mal und dann geht's weiter. Also die Woche mit Wochenalltag wird, ich komme nicht zum Wochenalltag drehen, weil wir hier gleichzeitig Videos machen. Ein Autothema Phaeton, sage ich euch auch gleich. Kommt aber wahrscheinlich später. BMW-Video habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. E21, dann 123, dann der E30, der Breitbau. Da gibt es auch gute Nachrichten und Thema Porsche. Und wir werden euch natürlich in den Videos detailliert auch über diese TÜV-Geschichten viel erzählen. Diese Eintragungen, ich weiß es ganz genau, dass jeder draußen heute so Probleme hat mit Eintragungen. Ihr müsst halt manchmal in den sauren Apfel beißen. Ihr könnt nicht einfach nur bauen. Es gibt Richtlinien, wo man sich dran halten kann oder muss oder soll. Dann funktioniert das auch mit dem Rest. Und das ist ganz, ganz wichtig heute. Dann bist du aber auch safe. So safe, dass du, egal wo du angehalten wirst, du bist eigentlich immer im Recht. Wisst ihr, was ich meine? Heutzutage ist es sehr, sehr schwierig geworden. Und falls jemand einen, das habe ich im Porsche-Video auch schon gesagt, aber Armaturenbrett 944, 944 Porsche, brauche ich Armaturenbrett, weil da geht es dann auf jeden Fall weiter. Ja, bis morgen. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen was drehen. Fahr wieder mal zum TÜV. Na, das ist ja bei mir im Prinzip Standard. Ich weiß gar nicht, wie oft ich beim TÜV bin in der Woche. Und heute ist es ein S6. Aber S6 als Diesel. Eigentlich war S6 immer ein Benziner. Eins kleinerer wie ein RS6. Und dann haben sie es ja irgendwann, glaube ich, umgestellt, dass S6 ein Diesel ist. Gab es, glaube ich, auch beim S4, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben sie es wieder zurück, soweit ich weiß. Warum, wieso, weiß ich nicht. Und bei Audi ist es ja auch so, falls ihr das nicht mitbekommen habt, dass jetzt so A4, A5, A6 andere Bedeutungen hat. Zum Beispiel ungerade Zahl, also A5, A7 sind Verbrenner, Hybrid oder nur Verbrenner. Und gerade sind Elektro, also A4 zum Beispiel ist dann Elektro. Da haben sie sich einfach wieder was überlegt. Ja, ich zeige euch mal die Felgen. Das sind noch unsere altbestehenden Flowform-Felgen. Da haben wir auch nicht mehr so viele da, weil wir haben jetzt die RZ4 als Schmiede dafür. So ein 21 Zoll. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein S6. Ist aber kein S6. Ist ein Diesel. Normaler Diesel. Auf jeden Fall Eintragungen erledigt. Jetzt geht's zurück ins Geschäft. Da merkt man gleich, dass es wieder voll im Saison ist. Alles steht voll. Aber das Coole ist halt, keiner von diesen Sätzen hat Stress. Weil alle im Sommer brauchbar. Da haben viele Kunden drauf gehört und haben gesagt, komm jetzt schon vorbei. Oder hänge Felgen, die kann ich euch leider nicht zeigen. Ich kann nur eine Oberfläche zeigen, wie die aussieht. Mehr darf ich leider nicht zeigen. Und da war auch ein Kunde da, nur zur Info. BMW E39 M5 haben ja dieses, das Design hier in diesem Schwarz-Chrom, oder wie nennt sich das, Shadow, irgendwas. Wir haben zum Kunden jetzt gesagt, wir können sie so ähnlich machen. Das ist jetzt zum Beispiel Chrom mit dunklem Klarlack. Die haben wir mal auf dem weißen E39 auch mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Aber so schauen sie jetzt aus. Ja, sieht jetzt auf dem Kamera fast aus wie schwarz, ne? Hier besser. Also Pulvern läuft hier hinten auf Hochton. Wir sind jetzt auch gerade dabei, es haben auch viele Firmen, also 5-6 Firmen waren das schon, die bei uns auch angefragt haben, ob sie nur Felgen bringen müssen oder auch andere Sachen. Also jetzt kommen verschiedene Teile, große Teile, wo gepulvert werden müssen, alle Einheitsfarbe oder einheitliche Farbe. Und da haben wir natürlich gesagt, klar, können wir alles so planen, dass wir in der Woche vielleicht nur solche Teile machen und so, ne? Was wir pulvern, ist ja im Prinzip egal. Ja, man muss halt alles mitnehmen, was du kannst, ne? Muss man halt wahrscheinlich so Vorrichtungen bauen, dass man sie auch so aufhängen können. Aber sonst alles möglich. Ja, Wochenalltag hinher, das jenes. E46 wird jetzt mal so etwas mehr geprüft. Ihr kennt ja das Auto. Ihr wisst ja,
Der hat ja das eine oder andere Problemchen. Der Jasen hat mir meine Radläufe dermaßen schlecht geredet. So auf die Art, Mutlo, das wird dreifach so teuer. Jetzt gucken wir uns mal einfach mal hier die Radläufe von innen an. Soweit wir es sehen können. Moment, ich brauche auf jeden Fall mal Licht. Also hier Innenradlauf, was haben sie gemacht? Die haben, da seht ihr dieses schmale Stück Blech hier, da und da oben. Wahrscheinlich wurde das wirklich hier zuerst das gepunktet, so dass sie das andere Radlaufblech da drauf gelegt haben und dann verschweißt haben. Und hier drin sieht man das innere Radlauf, was ja auch mit gewechselt werden muss. Also ich finde es jetzt nicht schlecht gemacht oder so. Klar, ist keine Seitenwand. Wenn jetzt eine komplette Seitenwand von M3 reingekommen wäre, wäre natürlich schöner. Und ich glaube, dass sich das wirklich, das, was man da sieht, ist das Spachtel. Wir tun ja schon mal den E46 auf jeden Fall schon mal langsam vorbereiten auf ein Carbondach. Ne? Jetzt habe ich hier mal, weil mich das einfach nur neugierig macht, habe ich hier mal, da ist wirklich nochmal Folie unter dem Spachtel, ne? Wie man es erkennen kann. Also ist nicht das ganze Dach auf jeden Fall. Hier ist zum Beispiel nichts. Hier war mal irgendwas, bisschen was. Hat mir einfach keine Ruhe gegeben. Und hier war halt diese Beule. Ne? Wenn ich mir das Ganze von hier unten angucke, also man sieht hier nicht wirklich solche tiefe Beulen, dass ich jetzt sagen kann, gut, durch die Folie siehst du jetzt ein bisschen weniger. Und die Haut da vorne, die Dachhaut kommt ja weg im Prinzip, die hier. Da ist hinterher einfach ein Carbon zu sehen. Ich liege jetzt einfach im Auto so, ne? Also wir tun den auf jeden Fall jetzt schon mal vorbereiten. Wie gesagt, auch Seitenwand, das und jenes, dass der dann hinterher einmal, also wohl oder übel, muss man dann nochmal komplett lackieren. Also man müsste nur zu 3/4 lackieren, aber dann ist es wieder Bullshit. Und der Jasen wird auch sagen, Blödsinn, einmal komplett und fertig. Ich kann ja aber mit ihm schon mal verhandeln, dass wir sagen 3/4 nur. Und ich weiß ganz genau, wie er tickt. Da sehe ich dann vor Ort dann sowieso. Aber ich weiß, ich lackiere jetzt komplett. So muss ich dann immer ein bisschen füttern, den Jasen. Da kommen jetzt immer mehr Teile raus, um einfach das alles freizulegen am Himmel und so. Und da habe ich ja auch hier diese A-Säule-Verkleidung, die wurden ja irgendwann in Alcantara überzogen. Da muss ich mir mal überlegen, wo ich das Stoff kriege, wie hier. Das ist jetzt von der C-Säule, wobei hier löst sich das auch langsam schon. Das heißt, ich brauche jetzt überall dieses normale schwarze Stoff, weil das, was wir beim E36 damals benutzt haben, das ist zu schwarz. Das ist jetzt die Originalverkleidung von der C-Säule. Und das ist der Himmel vom E36, wenn ich das so drauflege. Obwohl, geht eigentlich, ne? Also, dass man die zum Beispiel, die ganzen Verkleidungen wie C-Säule und so alles schön überzieht. Ich glaube, dass wir das auch selber hier hinkriegen, ne? Muss man nirgends abgeben. Himmel ist ja schon draußen. Nun, Himmel ist soweit gut, dass wir da nichts machen müssen. Dann legen wir alles mal frei und tun das mal schon mal vorbereiten. Da kommt aber ein separates Video, wenn wir mit dem Himmel alles machen. Also, wenn wir das Auto allgemein wieder aufbauen. In dem Wochenalltag haben wir natürlich auch viel am 123er wieder gemacht. Und ich muss sagen, ich habe am Auto so geflucht und ich habe auch geschworen, dass ich nie wieder in meinem Leben einen 123er zusammenbauen möchte. Also für viele ist es wirklich so eine Kleinigkeit oder normal, aber also das Ding hat mir meinen letzten Nerv geraubt. Wie die sagten damals, und wenn ich bedenke, dass der 107er noch schlimmer ist, puh. Oh, zum Drehen hat sich auf jeden Fall wieder was angesammelt hier. Jetzt wollte ich mal hier hinten mal gucken, wie es beim Pulvern ausschaut. Viel vorbereitet zum Pulvern. Da auch alles, was blank und silber ist, ist vorbereitet zum Pulvern. Hier typisch Alpina. Das habe ich euch schon gezeigt. Mit dem Schwarz-Shadow und hier Chrom mit Klarlack. Wobei ich immer noch sagen muss, Leute, es ist nicht Chrom gleich mit Klarlack, weil du hast ja auf jeden Fall Orangenhaut. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Da ist auf jeden Fall Orangenhaut. Hier ist es so, dass das schwarze Klarlack da wieder viel wegnimmt vom Chrom, aber hier beim normalen Klarlack halt nicht. Die nächsten Wochen werden auf jeden Fall beim Pulvern viel, aber hoffe ich auch viel, damit wir was auch umsetzen können hier über die Wintermonate. Ne? Muss ich jetzt dazu sagen, dieser Bereich hier vom Lager, das sind knapp, ich glaube, über 650 Quadratmeter, also da, wo die Teile auch liegen hier, ne? Das wird halbiert. Und dieser ganze Bereich hier wird jetzt auch vermietet.
Deswegen müssen wir hier die Regale schon mal leer machen. Die Reifen müssen hier alle raus. Die ganzen Gebrauchtreifen, was wir so immer haben, die müssen hier alle raus. Und das Teil wird hier komplett einmal vermietet. Das heißt, wir verkleinern uns jetzt nochmal von insgesamt 4.500 Quadratmeter, was wir bereits haben, nochmal um 600 noch was Quadratmeter. Eigentlich sind das jetzt 10.000 Quadratmeter. Rest ist vermietet, das heißt, das hier auch noch vermieten. Und dann werde ich auch früher oder später wahrscheinlich einen Mieter suchen, der die restlichen 4.000 Quadratmeter hier mietet. Warum? Wieso? Fragezeichen, gell? Ja, ich weiß, was ihr meint, aber man muss ja immer ein bisschen weitermachen. Das sind auch so gepulverte Sachen. Mittlerweile kriegen wir ja auch sehr viele Teile, die wir einfach Motorenteile, Abdeckungen, so wie hier. Das sind nicht nur Felgen immer, ne? Wir haben uns schon jetzt komplett auch eine Abdeckung, die Schwarzglanz. Wir tun uns ja auch schon so ein bisschen mit dem Pulvern ein bisschen ausbreiten, dass wir auch andere Sachen pulvern, nicht nur Felgen. Es gibt viele andere Sachen, die gepulvert werden können. Und da seht ihr mit dem Schwarzglanzoberfläche, guckt mal. Also sieht nahezu lackiert aus, ne? Was habe ich noch für euch? Passt auf, im Shop gibt es jetzt mit großgeschrieben Levella 30. Also komplett Levella ausgeschrieben, 30. Als Rabattcode haben wir nämlich noch, das sind auch alles volle Kartons hier, ne? Noch viele Sachen, aber denkt dran bitte, also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es natürlich so machen. Kriegt ihr auf jeden Fall 30% ab 100 Euro Bestellwert, das sind noch Westen. Aber denkt dran, bei manchen Sachen habe ich ja beim letzten auch wieder ein bisschen in den Klo gegriffen. Keine Ahnung, wenn ihr jetzt zum Beispiel, da steht auch meistens drin, bestellt lieber eine Größe größer. Steht immer im Text mit drin, falls ihr was haben wollt. Ob das jetzt Pullis sind, Westen sind, T-Shirts sind, wie hier. Und ja, hier sind auch noch ein paar, Cappies sind auch noch ein paar da. Und ein paar rote Hoodies noch, nicht mehr viel. Aber die gibt es jetzt auch nur noch in bestimmten Größen. Also die Sachen sind auf jeden Fall noch da. Eigentlich müssten noch ein paar Kartons noch draußen sein. Guckt im Shop, manchmal sind es kleinere Sachen. Bei bestimmten Sachen sind nur noch zum Beispiel XS und S da oder so. Also bei den schwarzen Sachen sind noch genug Sachen da. Der grüne BMW ist jetzt auch weg. Der ist auch in Wien gut angekommen. Das heißt, 600 Kilometer ist er damit gefahren. Oh, das eine Auto, was ich euch jetzt gerade zeigen wollte, ist gar nicht mehr da. Beziehungsweise, das steht woanders. Die S-Klasse ist jetzt auf jeden Fall auch angemeldet. Den 1er hat der Basti gesagt, seine Bekannte nehmen den. Die holen den jetzt auch ab. Ich habe auf jeden Fall nichts dazu gekauft. Meine Woche ohne Autokauf. Ich habe ja auch gesagt, ich will jetzt nur noch verkaufen und nicht dazu kaufen und auch Projekte jetzt auch zu Ende bringen. Jetzt bin ich beim 123er und also er sieht noch mal besser aus wie letztes Mal jetzt, also komplettierter, aber Leute, das Ding raubt mir meinen letzten Nerv. Den Audi V8 werde ich wahrscheinlich nächste Woche zum Jasen bringen. Da soll sich das, oder der wollte eigentlich die Woche kommen, der Held. Wo ist denn der? Achso, übrigens, Deko-Felgen haben wir immer noch. Also bei reifenprofi.de, Deko-Felgen haben wir immer noch welche da. Falls ihr welche wollt, gerade so neue Hinterachsen, 11x19. Also über die Hälfte ist schon weg. Keine Ahnung, wie viel das waren. Sehr viel auf jeden Fall. Manche hätten gleich 2 oder 4 bestellt. Also falls ihr da auf jeden Fall noch was wollt, definitiv noch was im Shop. Und, ach so, passt auf. Jetzt kommt was. Wir haben hier nochmal Schmiedefelgen. Und zwar diese Designs hier. Vor allem 2 Designs in verschiedenen Größen, sind echt Lochkreise auch dabei, wie zum Beispiel 114, 110, 108, das was du nicht überall kriegst, die könnt ihr ja mal bei Reifenprofi unter Ruaizu, steht da Ruaizu Felgen gucken. Die Preise, was da stehen, können wir nochmal Nachlass geben. Es sind Schmiedefelgen, es sind sauleichte Räder. Einfach mal checken, wenn ihr euch da am Felgen, passt da unsere Deckel rein, wenn da euch was gefällt, dann einfach mal Schmidt Bescheid geben, hey, ihr hattet Interesse an dem Satz, wir können es auch im schlimmsten Fall umpulvern, für richtig faire Preise für Schmiedefelgen. Richtig faire Preise. Ich habe ja auch mittlerweile für den 6er E24, was wir jetzt im Projekt gestoppt haben, liegen hier Scheinwerfer, hinten liegt eine Spoilerlippe, also wir Rücklichter sind schon lackiert, ein Klarlack. Also wir haben schon echt viele Sachen für das Auto. Aber wir müssen da einfach die Bremse ziehen. So, ich habe es endlich mal geschafft, dass der Yasin mal wieder vorbeikommt. Heute ist Sonntag. So, Yasin, es geht um den V8 jetzt, was Thema Lack betrifft. Ist das auch so ein schwieriger Lack, wo du überall Unterschied siehst, wenn du jetzt nur einen Teil lackierst? Bestimmt. Dann brauchst du es mal nicht mehr jetzt lackieren. Seitenwand.
Ihr habt sich hier. Ja. Ei ist ja relativ sauber. Man müsste ihn halt mal aufbereiten, aber guck mal hier. Hier passt das aber schon nicht. Das ist die Heckklappe mal lackiert. Ja, das habe ich gesehen, dass die Heckklappe mal lackiert ist. Und oder Seitenwand. Und hier. Da muss man die Leiste hier oben alles rausmachen. Ja, Seitenwände lackieren, beide Seitenwände und Türen einblenden. Türen einblenden? Ja. Gut, ich habe hier auch die ein oder andere Delle. Ja, die kann ja, da muss man so drücken. Die kann, muss auch drücken. Und die? Kann man die drücken? Richtig, die kann genau, man beide Seiten gleiche Delle habe ich ja, da. Das kann er drücken. Also nicht lackieren? Nein. Weil ich war ja Überlegung, mal das Ding mal zu lackieren. Komplett in Schwarz. Ja. Wiederum, allein wenn du die Scheibe anscheinend rausmachst und die Leiste wegmachst und die bricht gerne, dann gibt's keinen Ersatz. Und deswegen sage ich, hey, und irgendwie wäre die Farbe sehr, sehr selten. Guck mal, sowas, kann man das beilackieren oder musst du den ganzen Holm lackieren? Ziehen wir den Holm durch, dann haben wir es gewasst und klar lackt drüber. Da muss ich auch alles erlegen, ne? Was ist das für ein Scheiß? Und ich glaube mir, ich habe so Angst mittlerweile seit dem 123er, was alte Autos zerlegen und zusammenbauen mit Dichtungen und so betrifft. Ne? Vor allem, ich glaube, dafür kriegst du noch weniger Sachen wie beim 123er. Marco, hallo, was hast du für Scheißdreck verkauft? Alles kostet. Ja, nee, wir lackieren die Seitenwände und die Türen lackieren ein und fertig. Und dann ja, alles andere sind ja allgemeine Gebrauchsspuren, aber das ist halt das Schlimmste hier, sowas, was? Ja, die Säule wurde auch schon lackiert, die Farbe passt nicht. Zum Dach, gell? Ja. Die ist heller. Die ist grünlicher, türkiser. Heckklappe ist original, das ist original. Die ist auch ja, soll man gleich mitmachen, dass es nicht auffällt? Außer du triffst die Farbe? Ich glaube, ich kann die Farbe treffen. Weil Heckklappe ist ja kein großes. Wo ist das Messgerät? Wo ist deiner? Guck mal, ich muss nur hier Lichter rausmachen, mehr ist es nicht hier. Dann kann ich auch lackieren, die Heckklappe. Weißt du, dass es so einheitlich ein Übergang ist? Die hinteren Türen lackieren und den ganzen Arsch lackieren, so dass es einheitlich aussieht nachher. Würdest du die Stoßstangen in schwarz-matt lackieren, wenn ich sie ausbaue? Komplett. Nein, hier zum Beispiel. Nur diesen Bereich hier, weißt du? Wer geht denn den Macken hier? Ja. Weißt du, was ich meine? Dass man hier so abklebt und nur das hier einmal schwarz-matt lackiert. Ja, können wir auch machen. Ist gerade viel unter Strom, gell? Ja, ich habe so viel Arbeit, das kannst du nicht vorstellen. Jeden Tag die Zähne arbeiten. 9, 10, 8, immer so. Die tun alles vorbereiten, gehen und du machst dann ja, fertig. Nee, ich muss ja auch noch polieren. Achso, ja stimmt, das Carbonzeug, gell? Ja, sieh, das kommen bestimmt irgendwann auch wieder ruhige Zeiten, dann sagst du, gut, dass du vorgearbeitet hast. Wenn gibt's eine ruhige Zeit, das ist das Problem. Naja, du bist immer voll. Wenn du im Jahr ein paar Mal in Urlaub gehen kannst, dann gibt's ruhige Zeiten. Das ist dann so mit Ach und Krach dann. Mit Gewalt. Vor dem Urlaub oder nach dem Urlaub, ist vor dem Urlaub. So, jetzt gehen wir mal schön raus, da muss ich dir auch noch was zeigen, weil das habe ich am Wochenalltag auch schon gezeigt. Eigentlich sind es nicht viele Teile, ja sind. Was? E46. Doch, eigentlich sind schon viele Teile. Ist aber nicht eine typische Komplettlackierung. Wir haben da jetzt mal genau geguckt. Der Kumpel war ja da und der hat gesagt, so schlimm ist es gar nicht. Ja, so was machen. Hört doch mal auf zu fluchen, Alter. Guck mal, willst du es von innen mal sehen? Du mal Sitz umklappen. Da hat du Kaffee auf Dach stellen. Das Dach, was passiert. Siehst du, wie es gemacht worden ist? Ja, einfach Blech, das ist draufgesetzt. Ja. Aber das Blech sieht nicht schlecht aus, oder? Du hast schon ein Lackmessgerät, oder? Sollen wir es mal messen? Ja. Okay, warte. 1100, 700, 600, 900. 1160, 1240, 800. Mach mal hier. Hier wurde wahrscheinlich nur lackiert. Nee, glaube ich nicht. Also 110. Ich kann nicht vorstellen, dass 110 ist. 180, 190. 190. 210. Wie viel hat der Original bei BMW? Haube, kann ich das vergleichen? 980. Guck mal hier, am Blech. 60. Ja, hier da wahrscheinlich viel. 260. Guck mal, wir haben gestern Dach noch ein bisschen mehr zerlegt. Also auch von innen siehst du auch nichts. Weißt du, was ich meine? Von innen, wir haben ja Verkleidung schon runter, Himmel. Ja. Da siehst du nur die eine Delle, es wurde aber alles gespachtelt irgendwie. Ja, da brauchen wir jetzt nicht rummachen. Dach kommt raus, Dach machen wir Carbon. Und jetzt willst du da wirklich Feuer hinhalten? Gib doch mal Schrauben, machen wir die scheiß Leiste weg, die ist eben verklebt, die geht eh jetzt kaputt. Machen wir die Leiste weg, muss eh weg. Der will das Ding jetzt komplett zerpflücken.
So, ich zeige euch mal, wie man professionell Auto zerlegt. Am besten ein paar Teilen, gell? Ja, hast du ihn gleich? Ja. Ja, was genau. Soll ich machen, wenn die Leute alles festgeklebt haben, Alter? Also, wie sonst rausholen die Scheiße? Ein bisschen Scheibenkleber war dabei. Wo ist dein Brenner? Was willst du brennen jetzt? Komm, machen wir hier runter. Mit dem Brenner, schaben wir es runter. Ja, du musst die Scheiße hinterher lackieren, gell? Nur zur Info. Ja, du musst das sowieso lackieren, oder? Ja, aber ich könnte noch so verkaufen und sagen, fast gut. Ja, dann kriegst du das zurück, Alter. Warte, ich hole den Brenner. Wir verbrennen das Ding jetzt, nicht das Ding. Wir verbrennen den Lack jetzt. Hey, der kennt da nichts. Macht man das so als Lackierbetrieb? Ja, der nicht mal verzinnt. Schau mal, wie spachtelt. Und die Schweißnähte nicht verzinnt. Ja, seh, du verbrennst mein Auto, Alter. Machst du das bei Kundenfahrzeugen auch, wenn sie kommen und fragen, ob da was gespachtelt ist? Ja. Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen Spachtelcheck in der Lackiererei Affalterbach. Unser stets gut gelaunter Experte Yasin steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Das ist die Schweißnaht, ne? Ja, das ist kein Sinn. Das ist einfach drüber gespachtelt. Aber Yasin, ich habe schon Autos gesehen, da war mehr Spachtel drauf. Da ist auch viel Spachtel drauf. Sieh mal richtig Schaber, Alter. Hast du nichts, was. Will ich lackiere oder was? Hast du nichts, irgendwas zum Schaben, sowas Größeres, wo du Fläche hast. Weil in der Küche so Ceran-Ding. Ich hab ein Ding, Pizzaschneider. Gucken wir, ob ich hinten was finde, oder? Ja, findet man, dann kann man es richtig schön wegschaben, alles. Ja, hier, ich meine. Dann ist das Ding in 10 Minuten blank. Und dann sofort lackieren. Und dann kann mein Kumpel das verzinnen, wenn er gemeint hat, dass es so gut gemacht ist. Wie weit willst du das jetzt machen, Herr Sinn? Das ist jetzt hier blank. Und dann darf ich es auch nicht mehr rausstellen. Warum? Weil es dann durchrostet. So schnell rostet das nicht. Ha? So schnell rostet das nicht. Ja, kommt drauf an, wenn du lackieren willst, ne? Mach Grundierung drauf. Hast keine 1K-Grundierung da. Jetzt schreiben schon alle so. Viele hätten mit der Flex runtergeschliffen, ne? Ja, dann machst du die ganze Fläche kaputt. Welche Fläche? Ja, da. Ja, aber so heiß wird doch das Blech nicht. Mit der Flex machst du es kaputt. Ja, aber so heiß wird es doch jetzt nicht, wie du es machst. Ja, wie ich das mache, nicht, Leute. Seitenwand war mal schwarzes Auto. Nein, das Auto ist rot. Die Seitenwand war mal schwarz. Ach so, das kann sein, ja. Und, sind's jetzt schlimm? Keine Ahnung, sag du's. Ich find's nicht so schlimm, wie du es gesagt hast. Ja, was? Die Scheiße muss runter, sag ich doch. Ja, muss ja runter, ist in Ordnung. Hab ich ja doch gesagt, oder? Aber du hast gesagt, oh, das ist ja viel zu viel Arbeit. Und ja, was meinst du, was danach noch kommt nach dem da hier? Muss ja alles gemacht werden nochmal neu auf Fläche. Muss ja alles runter jetzt. Man muss alles nochmal neu gemacht und am besten einmal verzinnen dort die Schweißnähte. Und das dann so raspeln, dass es gerade ist? Das ist ganz gerade, denke ich nicht. Ja, kriegst du nicht hin, aber. Guck mal, der Spachtel ist schon drauf. Guck mal. Dass da kein Spachtel drauf ist, habe ich auch nicht gesagt. Aber guck mal, wenn da schon hier drauf ist. Klar, dass es gespachtelt ist, sehe ich auch. Und das war mir auch klar, ich habe ja die Steifspuren umgesehen. Und hier merkst du so eine Kuppe hier drin. Ja. Da wo die Schweißnaht ist. Und das sollte man eigentlich blank machen und verzinken. Hier auch. Eigentlich ein bisschen ausbeulen noch. Ja, guck mal. Das da hier blank machen, alles hier nochmal ein bisschen ziehen. Also ausbeulen und dann einmal ein bisschen verzinnt schön. Und weil wir hier jetzt eine Kuppe halt drin, ne? Und mit der Flamme, ja, da kannst du einen richtigen Brenner machst einmal so und dann wut geht's weg. Muss halt noch blank gemacht werden, ausgebeult werden, ein bisschen fein und dann ziehen über die Schweißnähte. Ohne Spachtel geht's so oder so nicht. Ja, ein bisschen Spachtel halt, ne? Bisschen, Anführungszeichen. Hey, ja, Sinn. Warte, Gänsefüße unten. Bisschen Gänsefüße oben aussagen. Du bist so ein Sackgesicht, bist du? Das haben wir bei Deutsch Aufsatz gelernt damals früher. Aber das ist ja das Originalblech. Ja. Ja? Warum ist da Spachtel drauf? Ja, weil er hier ja auffüllen muss. Ja. Das muss er hier auffüllen mit Spachtel. Ja. Das muss er irgendwo ja ausgleichen. Ja, aber wenn du das, da ist ja so eine Kuppe drin. Wenn du das ja nur eben ziehst, dann brauchst du doch aber hier nicht Spachtel. Ja, doch, hier hat er auch gespachtelt, aber halt nicht viel. Hier hat er das halt auslaufen lassen mit Spachtel. Er hat es komplett durchgezogen, dass es einmal eine schöne einheitliche Fläche gibt. Weil nur so spachteln geht halt nicht. Ja, okay. Sinnvoll ist alles verzinken, so viel wie möglich schön verzinken. Erstmal ein bisschen ausbeulen, wenn man es ausbeulen kann. Vielleicht diese Vertiefungen. Ja. Ein bisschen wieder rausholen.
Schweiß nicht die Verzinn, dass die Schweiß nicht später nicht absitzen, weil die sind auch, wo du das so gesehen hast, leicht. Die Verzinn und dann nochmal spachteln. Ohne Spachteln geht's nicht. Oder da hockt hier einer hin und gibt sich eine Woche, zwei Wochen Mühe, rollt's aus, verzinnt, sodass du wirklich nicht spachteln musst, aber dann, keine Ahnung, was nachher dann derjenige will, der das dann macht. Okay. Kriegst alles hin, auch ohne Spachteln, aber. Ja, ist halt dementsprechend Arbeitsstunden, ja. Wer macht das und wer zahlt das? Ist halt also gut. Schön Sauerei wieder hinterlassen hier. Wo spät? Was will ich, weil ich mach's mit dem Sauger. Sollen wir zum nächsten Problem gehen? Hast du Elektroroboter? Ja, yeah, der kommt nachts um 12 Uhr aus der Garage und macht das. Komm, ich zeig das nächste. Also, kein Anschluss an diese Nummer. Hier. Kein Anschluss unter diese Nummer war andere Auto. Ja, bei dem jetzt auch. Warum? Hey, wir zerlegen den schon. Ja? Wir zerlegen den schon. Wo ist das andere Problemauto? Draußen. Das ist kein Problemauto, das wurde komplett Karosseriearbeit vorgearbeitet. Also Im Prinzip könntest du da schon drüber lackieren. Fangen wir mit Frau Wacht an. Mit Seitenteil. Wieso? Moment, du kannst doch ein Komplettlackierung-Auto zu dir hinstellen und V8 dann irgendwann als Lückenfüller, kannst du sagen, hey, bring nächste Woche das Auto und machen wir zwei Seitenwände. Und danach tust du ausreißen. Next one. Da war Spachtel, da hat er relativ viel runtergeholt. Hier. Und die Schwelle hat er geschweißt. Den Kotflügel hat er hier Teil ersetzt. Oh, da muss ich was drauf springen, gell? Ja. Yeah. Das hat was gekostet. Fast auch nicht, oder? Das ist noch nicht 100% eingestellt vorne. Also Porsche siehst du jetzt nicht so aufwendig in gleiche Farbe, oder? Da sind auch nicht so viel zum Zerlegen, wie ein zum Beispiel 123 oder so. Es gibt nichts, was nicht aufwendig ist. Ja, das okay. Gibt's nicht. Da, gut, das ist also ich tue den dann zerlegen und in gleiche Farbe einmal. Ja, können wir machen. Aber ich muss nochmal den Andreas kommen lassen, wegen rechter Kotflügel. Ja. Wegen dem Spalt. So da einstellen. Vorher, weil hinterher, wenn es lackiert ist, geht gar nichts mehr. Okay, Jassen, ich danke Ihnen heute für die Beratung, dass du mein Auto verbrannt hast. Ich hab nur die Wahrheit auf den Tisch gelegt. Das habe ich genau gewusst, dass es so drunter aussieht. Aber du nicht. Nein, der Kumpel, der gesagt hat, so stimmt es ja nicht aus. Ja, von Ihnen. Gut, also ja. Man muss auf jeden Fall machen. Weißt du, was cool ist? Ich glaube, ich habe jemanden, der da auch richtig Bock drauf hat. Wer denn? Siehst du. Also, sag tschüss. Also, mach jetzt gut. Jetzt hör mal auf zu rauchen. Sag tschüss. Ehrlich, ich rauche seit 2 Stunden nicht mehr. Ciao. Bis zum nächsten Wochenalltag.